Hier oben ist safe. Aber. Oh, Vorsicht, Vorsicht, da hat einer durch den Boden geglitscht, direkt über dir jetzt, Melaming, glaube ich. Okay. Also direkt jetzt über mir. Bürogebäude von der Hellcat aus, wo gerade. Gut, komm, rück vor und safety treffen. Einer auf dem Bürogebäude springt gerade runter auf den Grenzposten und eine Person piekt da bei den Treppen. Ich würde aufpassen. So, du gehst wieder an den Pfosten. Du gehst wieder an den Pfosten. Safety Treppe. Wir bereiten uns vor aufs Pushen. Freunde und Kollegen, willkommen zu einer weiteren Folge Arma 3 Altes Live. Heute war ich wieder am Grenzposten und eigentlich hat es so ausgesehen, als ob es ein ganz normaler Tag am Grenzposten ist. Doch da habe ich mich geirrt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Tja, wer sind Sie? Also jetzt, hey. Entschuldigung, aber ich kann Ihnen leider nicht. Ich wollte nur den Herren zeigen, wo die Leiche liegt, weil die Herren angeblich das nicht gesehen haben. Du bist auch nicht mehr da. Ich könnte vielleicht noch einen anderen Kollegen schicken, aber... Ich bin da. Achso, du bist da, gut, ja gut. Du bist auch Bescheid, ne? An der Todes- Könnte ich gerne haben. Eine Buffer, 90 Grad ist eine Buffer, ne? Ja, ich bin nicht Grenzposten. Ja, ich bin auch. Ich hab nichts getan, also. Es gibt keinen Grund, Verdacht zu schöpfen bei mir. Ich würde gerne einfach nur aus diesen Mauern raus, weil die machen mir Angst. Die sehen brüchig aus und kein Zement ist ein Problem. Könnten Sie bitte kurz aufmachen? Ja, Moment. Ja, bitte. Ich würde gerne mal kurz Ihren Ausweis sehen. Ich hab nichts getan. Es gibt keinen Grund, meinen Ausweis zu sehen. Doch. Sie sind Zivilist hier. Was hab ich denn getan? Und ich weiß nicht, wer Sie sind. Also, bitte einmal. Okay, jetzt Buch gemacht. Ja, ich hab keinen Ausweis. Oh. In dem Fall könnten wir unsere Retina-Scanner einsetzen. Oder Fingerabdrücke. Sowas gibt's nicht. Doch. Fingerabdrücke gibt es auf jeden Fall. So ein Gerät wäre viel zu groß und das bei jedem dreckigen Menschen zu machen, das wäre ach, schwierig. Die USA hat's doch, wissen Sie? Die USA hat's ja. Bald hat's nichts mehr, wenn die überhaupt von Korea kommen. Ach, Korea. Da macht's bumm! Der kleine Kimi. Digga, ist verwöhnt der Junge, der zu viel rumbrüllt. Können wir mal über das Kimi legt. Klaumschläger. Ja. Der hat doch kein. Digga, Fresse und nichts dahinter. Der hat doch nichts drauf, der Junge. Er will nur Aufmerksamkeit. Ich kenne solche Typen. Ja, aber trotzdem. Ich hoffe, wenn's knallt, dann machen sie gute Bilder oder Videos. Ich will sowas sehen. Ich will die Zerstörung sehen. Ich will den Tod sehen der Menschen. Ich werde die Welt brennen sehen. Wieso das? Vielleicht ein bisschen statistisch. Das kommt vielleicht ein bisschen statistisch rüber, aber... Ja, wieso wollen sie die Welt brennen sehen? Ja, weil es Spaß macht. Warum immer alles gut sein? Warum muss alles gut sein? Kommen Sie mal mit mir im Wind, bitte. Okay. Darf ich ganz kurz an diesem Baum pinkeln gehen oder haben Sie eine Toilette hier irgendwo? Ja, natürlich haben wir Toiletten. Ich zeige Ihnen mal kurz meinen Ausweis. Ich habe ganz viel Wolwig getrunken. Kommen Sie mal mit, Toiletten sind da vorne. Ah, okay, Herr John. Oh, jetzt wird's knapp. So, Toiletten sind hier drin. Bitte schön. Danke, warten Sie ganz kurz. Ich kann gleich wieder da. So, wunderbar, kommen Sie mit. Okay, darf ich Ihnen mal was sagen? Ja. Bis jetzt gefallen Sie mir hier am meisten. Na, danke schön. Von allen Polizisten, die ich bis jetzt gesehen habe. Das ist aber schön. Kommen Sie doch mal mit. Wir gehen mal in mein Büro. Ich habe nicht so eine hohe Stimme, die so nervig ist. Die erzählen schön. Ja. Die klären mich auf. Wir gehen jetzt in mein Büro und dort klären wir Ihre Identität. Genau, das machen wir. Und nur ganz so nebenbei, wenn Sie zum Beispiel so flüchtige Ganoven ins Gefängnis stecken, kriegen Sie bestimmt auch eine kleine Provision dafür, oder? Ja, natürlich. Warten Sie mal, ich... Ich muss auflegen. Was ist das? Ich habe hier meinen Ausweis gefunden. Oh, ich habe meinen Ausweis gefunden auf einmal. Das ist aber schön. Bitte schön. Petro Pro. Wieder Petro. Ja, pur. Oh, pur. Entschuldigung, pur. So. Wie arm. Ja. Gut, dann kommen, gehen wir trotzdem mal in mein Büro. Kommen Sie mit. Ich glaube, ich habe auch was zu beichten. Ja, das besprechen wir alles oben.
Was hat hier beschossen? Das war nix. So. Ja, so, dann schauen wir, setzen Sie sich hin. Am besten mit Ihrem Windows-Muskel. So. Dann wollen wir doch mal nachschauen. Was für ein interessanter Muskel. Ja, ja. Hey, Polizisten, hört da uns! Das ist jetzt eine Grenzpostenübernahme. Ihr verschwindet jetzt sofort alle vom Markt. Grenzpostenübernahme, zack, zack, yeah. Jungs, okay, das hört sich gerade echt schlecht an. Grenzpostenübernahme, was ist das? Tja, die wollen hier wohl rangehen, ne? Oh, jetzt aber schön die Waffen raus, schön weg. Was heißt Grenzpostenübernahme? Ja, jemand called. Auf dem Dach ist einer. Sieht ordentlich Kohle. Ja. Hier wurde also nur gecallt. Genau. Die haben gesagt, Grenzpostenübernahme. Hm, Herr Voss. Was ist los, oder? Wie geil. Herr Pohr. Jetzt wünschte ich, ich hätte auch eine Waffe. Tja. Wir werden ja alles sein als Geiselnehmende hier. Wir sind unten am Turm. Ah, die Dings, das, ne? Grenzposten, ja. Von der Leitstelle bekommen. Sie kann. Wir müssen andere Seiten aufziehen, haben Sie gehört? Ich würde Sie ja mal bitten, den Grenzposten komplett zu räumen. Wir machen danach einen Angriff. Gut, dann werden wir bitte nicht schließen, geben Sie uns eine Minute für den Abzug. Verstanden? Schneller, Sie sacken sich. Eine Minute den Grenzposten vorzuräumen. Ey, jetzt hier nicht beleidigt. Sehr schön. Ihr Squims. Tja, boah, ich muss leider gehen. Das würde ich Ihnen auch empfehlen. Okay. Okay, Abzug. Ich bin geil. Räumen der Herr, kommt kein anderer Kopf mehr hier hin. Ja, der Gott, der Grenzposten uns. Der gehört für immer uns dann. Bis zum Untergang. Haben Sie gehört? Ja, komm, dann gehen wir da jetzt rein. Die rechnen bestimmt. Ich mach Tür. Gut, Melleming, wir haben das geübt. Wenn ich reingehe, gleich links. Ja. Verstanden? Alle auf rein. Ja. Ich hab von hier. Bereit. Ja, mach auf. Ich hab von hier ein bisschen rechts im Auge. Du gehst links. Wir machen das, wie wir geübt haben, ne? Letzter Sack bereit. Seid ihr bereit? Ja, bereit. 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 Falsche Richtung. Drin und safe. Sicher. Ja, ihr habt ihr Rücken vor. Niklas und Mai, wir bilden eine Gruppe. Ich würde dann die. Was, Niklas und Mai? Niklas und ich bilden eine Gruppe. Ja. Geht ihr vorne bis zum Gitter und einer sichert die Treppe? Ihr geht vor, ihr sichert die Tür hinten. Ja. Ich kreuze. Treppe ist sicher. Junge, bei wem sind denn die ganzen Hintergrundgeräusche? Das ist da. So, Treppe ist sicher. Sichert du die Eingangstür? Gut, ja. Die Eingangstür? Ist sicher. Ihr könnt vorrücken. Schuss. Ich hab wieder die Tür vom kleinen Raum, ne? Ja. Geht mal vor zur Treppe und sichert nach oben.
hier, Joe und Dominik. Ich würde sagen, wenn das war der kleine Raum, aus dem die Schüsse kamen, also sicher den verdammten kleinen Raum. Sicher? Ganz sicher? Ganz sicher. Ganz, ganz sicher, gut, ne? Wir haben das gleich soweit. Unser Problem ist aber jetzt, dass die Tür schon offen ist, ne? Ja, und? Gleich soll ich Flashbang reinwerfen? Ja, mach. Flash rein und abhauen. Ich geh vor. Achtung. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Dinger nicht funktionieren. Die Teile funktionieren, glaub mir. Steht davor und du wirst das erleben. Achtung, Flashbang geht gleich hoch. Ja. Oh, ja, sie funktionieren einwandfrei. Sie ist rausgekommen. Idiot. Kleiner Raum sicher. Sie funktionieren bestens. Leck. Stehe ich in der Tür? Lol, was ist da? Ihr seht nix. Kleiner Raum safe. Oh Gott, Junge. Kleiner Raum safe, Treppe von unten. So weit gesichert. War dann Tango. Boah, ich seh nix, Alter. Oh, jetzt wieder. So, wenn da... Wir sichern die Treppe. Ihr sichert die... Das Ding ist rausgepackt, deswegen. Ihr sichert die Treppe. Ich geh hoch, seitlich. Ja, wir haben... Steht. Safe. Gut, ich komm nach. Weiter vorrücken. Gut, lass dich nicht von draußen abknallen, ne? Tommy, ihr sichert die Treppe ab. Ja, komm hoch. Lass euch nicht von draußen abknallen. In die Ecke. Safe die nächste Treppe. An den Pfosten. Safe die nächste Treppe. Dominik, Ecke, dort Pfosten. Welche Ecke? Ja, der Pfosten da. Ja, bleib hier. Die andere Ecke, da hinten. Ja, egal. Das Fenster. Ja, egal. Komm. Nicht das Fenster. Das Fenster ist nicht unsere Aufgabe. Ja, komm, wir gehen vor. Komm. Wir gehen vor. Ich pieke im Third Person. Ach, das. Sind wir schon ganz oben? Nee. Nee, wir sind noch nicht ganz oben. Hier oben ist safe. Aber. Oh, Vorsicht. Da hat einer durch den Boden geglitscht. Direkt über dir jetzt, Melaming. Glaube ich. Okay. Also direkt auf jetzt über mir. Gebäude von. Der Hellcat aus, wo gerade... Gut, komm, rück vor und safety Treppe. Einer auf dem Bürogebäude springt gerade runter auf den Grenzposten. Und eine Person piekt da bei den Treppen. Ich würde aufpassen. So, du gehst wieder an den Pfosten. Du gehst wieder an den Pfosten. Safety Treppe. Wir bereiten uns vor aufs Pushen. Da ist einer. Guck, Luke, wenn... Ja, ich weiß. Wissen wir. Ich gehe so hier rum. Oh Leute, ich hab beschossen. Hier einer kommt, ist der weg. Ja, der ist direkt über mir. Hier an die Ecke. Ich komme auch langsam mit vor. Langsam. Da ist einer. Ah, fuck. Tot? Ja. Gepiekt. Really? An den Heli-Sniper, haben sie vielleicht auf den Tango von der Grenze? Einer ist, der... Ups. Ein Tango down. Warte kurz, einer kommt runter zu... Gute, Mann, die ist vorne. Ich hab den einen, wunderbar. Ich glaube, ich bin runtergekommen. Muss nachladen. So, Ruhe. Einer läuft auf jeden Fall hinterm Bürogebäude die Treppe runter. Müsst ihr aufpassen. Gut, ich safe jetzt hier die Treppe und ihr geht weiter vor. Was? Ich lade nach. Gut, ja, dann mach. Gut. Gut, geht vor. Ich werfe Flashbang hoch. Gut, schmeiß am besten hier um. Oh mein Gott, das war sehr schlau. Entschuldigung. Hier ist gut runtergefallen. Ich sehe hoch, Achtung. Ja. Wunderbar. Pass hinten auf in der Ecke am Schreibtisch. Niemand safe. Hinterm Schreibtisch hockt. Sicher? Niemand hinterm Schreibtisch. Das ist der Schreibtisch. Gut. So. Dann gehen wir jetzt in den Raum rein. Hier kommt die Treppe niemals hoch. Einer pusht jetzt den Tower. Pass auf, ein Gegner pusht jetzt den Tower. Weggucken. Ah! Wunderschön. Hab ihn. Ja. Seid ihr beide tot? Kommt noch einer. Nein, ich bin. Nee, ich lebe noch. Gut. Kommt noch einer? Gut, gib mir Deckung. Von unten kommt, glaube ich, noch was. Pass auf, einer stimmt das Office-Gebäude, der für den, der im Office-Gebäude drin ist. Tja, das war dann wohl nichts. Ich muss mich jetzt doch mal ranmachen und ein bisschen PvP üben, falls euch die Folge trotz allem gefallen hat. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Vielleicht drückt ihr noch den Abo-Button. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, sehen wir uns sicher in der nächsten Folge. Bis dahin. Servus.